Hallo und herzlich willkommen zurück bei Harvest Moon DS. Ich habe hier gerade mein neues Feld angefangen, das ich natürlich jetzt auch direkt bewässern werde, weil, ja, es ist schön. Ich mag es. Und rein theoretisch könnte man ja dann einfach noch die zwei Ananas-Saatsäcke hier noch irgendwo drüber säen, weil das wäre gar nicht mal so verkehrt, weil ich würde ganz einfach vermuten, es werden nicht alle Ananas Level 7 Ananas. Und so gehe ich einfach sicher, dass noch ein paar mehr Level 7 Ananas werden, weil wir haben jetzt schon die Level 7 Samen und das ist nicht sehr gut, dass ich hier jetzt was umkippe. Müdigkeit, starke Erholung, einmal bitte schön trinken und dann hätten wir das erledigt. Ich habe ja auch in der letzten Folge, das kann ich ja jetzt verraten, das macht ja nichts, versucht mal so ein Endscreen auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob der mir gelungen ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er hervorragend ist. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob man das immer so machen kann, so ein kurzes Resümee der Folge. Eigentlich sind die Folgen fast schon zu kurz dafür, habe ich das Gefühl, als dass man noch so einen kleinen Endscreen machen müsste. Aber ich habe es einfach mal dennoch gemacht. Naja, ich werde sehen, was eure Meinung dazu ist. Und ich habe jetzt schon ganz viel Müdigkeit verbraucht und alles. Und das ist natürlich hervorragend, weil ich noch die Tiere machen muss. Also den Tieren alles zurechtlegen muss. Zum Beispiel das Futter und dann noch die Tiere einmal hochheben. Außer natürlich die Kühe und Schafe, die kriege ich nicht hochgehoben. Die sind einfach zu schwer für mich, für meine dünnen Ärmchen. Da ist zu viel Trizeps und zu wenig Bizeps. Wie in diesen Cartoons immer, wo dann die anspannen und dann geht der Huckel hoch und dann fällt er nach unten runter. So in etwa. Nein, in Wahrheit bin ich natürlich total muskelbepackt. Ich bin Dwayne The Rock Johnson nur in weiß. Ja, so sehe ich in Wahrheit aus. Also ich bin quasi ein Stein. Ich bin ein Klotz von einem Jungen. Ein richtiger Klotz. Und ich erzähle hier komische Dinge. Ich erzähle sehr komische Dinge. Aber nicht zu ernst nehmen, bitte schön. Nicht zu ernst nehmen. Das, was ich hier erzähle, obliegt allein der Freude an der Sprachvielfalt. Und natürlich nicht irgendwie, ja. Ich erzähle manchmal komische Dinge. Na komm schon, jetzt aber. 9010. Das ist doch wenigstens besser als beim letzten Mal die läppischen 5000. Da müsste ich mein Schaf auch bald mal wieder scheren, aber das kann ich auch später machen, weil noch brauche ich ja die Wolle nicht. 5120, da war ich letztens aber besser. Hatte ich nicht letztens 7000? Ich glaube ja. Da war ich letztens wesentlich besser und jetzt fängt mein Arm an zu jucken. Das ist nicht sehr angenehm. Nicht sehr angenehm. Ja, 7000, wer sagt's denn? Erstmal kratzen. Was juckt's da jetzt auch? Hab ich irgendwas getan, dass es da jetzt jucken muss? Also, habe ich irgendwas da gemacht? Also, ob ich da vorhin gekratzt habe oder so? Oder irgendwie zu lang da in der Sonne mit war? Dass da irgendwie Hautirritationen entstanden sind? Ich weiß es nicht. Das kann ja immer mal sein. Okay, dann einmal bitteschön. Ja, das war jetzt wieder hervorragend. Eigentlich hätte ich bei der 8000 Schluss machen sollen. Naja, jetzt bin ich bei 7600. Gut, einmal Tietz bitteschön melken. Ich könnte ja eigentlich immer noch mehr Kühe. Vier weitere Tiere könnte ich ja immer noch auf unserer Farm aufnehmen. Aber das wäre dann mitunter, glaube ich, ein bisschen zu viel Arbeit. Und das nimmt ja jetzt schon immer 3 Minuten oder so der Folge ein, das hier mit den Tieren zu machen. Oder 2 Minuten. Ich will jetzt nicht übertreiben. Man sagt immer so. Irgendwie hat Joko in letzter Zeit schlechte Laune. Man sagt immer so lapidar, ja, das dauert 5 Minuten, das dauert 15 Minuten. Dabei geht das in letzter Zeit wesentlich, in letzter Zeit sage ich schon, in wahrhaftiger Zeit geht das wesentlich kürzer vorbei. Deswegen würde ich jetzt mal schätzen, 1 bis 2 Minuten dauert es mit den Tieren schon. Ich weiß nicht, ich habe nie wirklich nachgemessen.
Ich sitze da ja nicht akribisch und gucke darüber, komm schon noch eine Minute, komm schon noch eine Minute, komm schon noch. Das ist ja nicht der Fall, auch wenn es vielleicht der ein oder andere denken mag. Nein, glaube ich eigentlich nicht, dass ihr das denkt. Warum auch? Würde mich irritieren, wenn das der Fall sein sollte. Außer natürlich, wenn man manchmal halt, wie gesagt, ein bisschen, ja. Weil, wie gesagt, die Abläufe wiederholen sich hier und da und da ist man dann manchmal ein bisschen, also jetzt nicht so hoch motiviert wie zum Beispiel, wenn ich irgendwie andere Spiele spiele, zum Beispiel Gothic oder Minecraft, wo man dann immer wieder Neues erleben kann, aber es macht mir Spaß, es ist beruhigend, das zu spielen und ich weiß nicht, ich habe schon häufig erwähnt, denke ich, mit meinen Let's Plays versuche ich meine Auffassung von Spielen und meine Gefühle beim Spielen mit anderen zu teilen und die eventuell quasi so zu teilen, dass die anderen sie mitempfinden eventuell, falls es möglich ist. Und ja, wenn ich bei einem Spiel Entspannung empfinde und irgendwie ganz nette Kindergedanken und so, dann denke ich, ist es nicht verkehrt, da einfach mal das Ganze zu teilen oder nicht. Oder nicht. Also würde ich jetzt mal, ist meine Auffassung, kann jeder sehen, wie er will. Und ja, ich sehe das halt so. Okay, dann mal raus zu den Tieren, aber erstmal muss ich einen anderen, ich lege mal den Schutzzähler an, einfach weil ich gerade nichts anderes zur Hand habe. Hey, Vesta. Guten Morgen, Kuri. Wir treffen uns morgen früh um 10 Uhr für das Erntefest. Wir wollen mit den mitgebrachten Zutaten Eintopf kochen. Bitte bring auch etwas Gutes mit, Kuri. Wir erwarten dich morgen. Ich weiß nicht, ob ich das euch erzählen soll, aber es gibt da was ganz Nettes. Man kann das Spiel, die Credits, kann man ja aufrufen, indem man heiratet. Damit ist das Spiel ja nicht zu Ende. Es werden einfach nur die Credits aufgerufen. Man muss ja nicht irgendwie am letzten Speicherpunkt neu laden oder so, weil man nach der Hochzeit nichts mehr machen kann, sondern es werden ja einfach nur die Credits aufgerufen. Es gibt dann aber tatsächlich die Möglichkeit, wenn man ein Level 100 Giftpilz nimmt und den zum Erntefest bringt, dann kommen die Credits und danach ist das Spiel quasi vorbei. Das heißt, du musst laden, um weiterspielen zu können. Habe ich jedenfalls mit einem Video gesehen, deswegen halte ich es für relativ realistisch. Ist ganz interessant zu wissen, wusste ich gar nicht. Habe ich dann dadurch nur erfahren, als ich mal einfach, ich weiß gar nicht, was ich, ich glaube, das wurde mir vorgeschlagen auf YouTube. Auf YouTube wurde mir das einfach vorgeschlagen und da habe ich dann mal drauf geklickt und dann kam das bei rum. War ganz interessant. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht so sehr gespoilert, dass ihr mir nie wieder zuschauen wollt, weil ihr denkt, ich spoilere euch jetzt jede Folge irgendwie total mit 8900 Punkten. Aber so war dem dann ja eigentlich gar nicht. Aber ihr wisst, was ich aussagen möchte. Und zwar, nee, wisst ihr, was ich aussagen möchte? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich gar nichts damit aussagen. Ich wollte euch das nur mal erzählt haben, weil ich das witzig fand. Also jetzt nicht das, was dahinter steht, wenn man ein Level 100 Giftpilz isst und das Spiel dann endet, dann ist das eigentlich nicht sehr witzig. Aber ich fand es schon ganz amüsant. Also ohne jetzt sadistisch zu werden. Müsst ihr wissen. Weil ich das zumal auch echt nicht wusste. Und 8490 bei einem Schaf. Heidewitzka. Unglaublich, dass ich das noch erlebe. In meinen jungen Jahren. So, einmal bitte. Jetzt ist ja. Klappt wieder hervorragend. Dann bitte schön Kiez waschen. Warum kriege ich keinen ein ab? 9750 ist doch auch quite annehmbar. Würde ich jetzt mal so aussagen. 25 Milch haben wir. Die muss ich erstmal in den Kühlschrank tun. Ich habe so viel im Inventar, was ich in den Kühlschrank tun könnte und tue es einfach nicht. Das sollte ich mal tun. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, 12.500 Punkte. Nicht verzagen, mein Freund. Es wird schon wieder. Ich dachte eben schon, er kippt um. Dann hätte ich aber die Krise gekriegt. Weil das wäre äußerst unschön, weil ich habe Yoko ja noch nicht gemolken.
Und sie lässt sich wieder melken, weil es ihr wieder besser geht. Ach, das freut mich. Da bin ich froh. Ich kann mir ja auch mal ein paar Mal Joghurt machen. So, einmal Milch M und ich weiß echt nicht, wie man Milch L bekommt. Also 20.000 Punkte, das ist doch Heidewitzka. Wer kriegt denn so viel hin? So, einmal bitte, du hast dreimal Joghurt M erhalten. Lecker. Und dann erhalte ich noch bitte fünfmal Joghurt S. Danke. Und das Ganze bringe ich jetzt einfach mal in den Kühlschrank, weil das schon längst überfällig ist, dass ich das mal mache. Was es hier ja noch nicht gibt, was es dann in Nachfolgetiteln von Harvest Moon gibt, ist, dass, dass die Lebensmittel an Qualität verlieren, wenn sie zu lange draußen bleiben. Das fand ich im ersten Moment natürlich nervig, vor allem weil ich jünger war. Da war das, da ist man ja auf maximale Profitabilität ausgerichtet. Quasi Profitablingen. Und, aber im Endeffekt, wenn ich das heutzutage betrachte, dann finde ich das eigentlich gar nicht mal so übel, weil wirklich, dass die Objekte dann mehr Geld kosten, also es gab dann unterschiedliche Ränge, Rang S, A, B, C, D und F, die englischen Schulnoten halt, nur halt dann noch mit S für supertastisch oder irgendwie, wofür das S steht, ich weiß es nicht genau. Und ja, so war das dann. So war das dann. So. Interessantes Folgenende, mehr oder weniger, je nachdem, ob man es so betrachten möchte. Es war ja... Ja, ich habe gerade ein wenig erzählt. Ich glaube, das führe ich in der nächsten Folge fort. Aber ich wollte ja bei den 15 Minuten ganz gerne bleiben, zumal morgen ist Schule. Das heißt, ich wollte nicht zu lange aufnehmen. Deswegen erzähle ich euch mal hier nicht so viel. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sehe auf... Oder höre... Und ihr hört mich hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.